Er zählt zu den einflussreichsten und erfolgreichsten Motorsportlern Österreichs. Gerhard Berger blickt auf eine fabelhafte Karriere zurück. In 210 Formel 1 Grand Prix ist er 10-mal ganz oben gestanden. Seine Karriere endet im Jahr 1997, aber auch anschließend widmet er sich dem Motorsport. Zunächst bei BMW, anschließend als Teamchef bei Toro Rosso und nicht zuletzt hat er sich der DTM angeschlossen und sie zu einem sehr, sehr prominenten Produkt gemacht. Damit hallo und herzlich willkommen zum Krone TV Sports Talk. Und Gerhard Berger hat sich dankenswerterweise auch hier in der Mutgasse eingefunden. Hallo. Hallo. Reden wir zunächst mal über das, was Sie aktuell wahrscheinlich auch begeistert, die DTM. Sie haben das Produkt, wie ich gerade gesagt habe, optimiert. Sie haben das Fahrerlager ein bisschen aufgewertet. Was war denn am Anfang, wie Sie das übernommen haben, Ihr großer Fokus? Jetzt erst einmal, die Begeisterung hat sich in Grenzen, weil bei mir schlagen ja alle Probleme auf. Ich bin ja da, die Probleme zu lösen. Bei den Fans schon langsam kommt wieder richtige Stimmung auf und Begeisterung auf und das ist ja auch das Ziel. Also ich habe vor einigen Jahren zuerst die DTM im Management übernommen, habe sie aber dann überhaupt übernommen. Also ich besitze heute die DTM und habe natürlich vollstes Interesse, einerseits die DTM wirtschaftlich nach vorne zu bringen, aber andererseits auch den Motorsport in der zweiten Ebene hinter der Formel 1 den Fans tollen Motorsport zu liefern. Und das macht die DTM. Die DTM hat diese bekannten Rad-an-Rad-Kämpfe, es hat auch diese Events, wo die Fans mit ihren Familien kommen und ganz neu ran können zu den Fahrern, neu ran können zu den Autos, zu den Mechanikern. Und das gibt in Summe wirklich ein schönes Bild und ein schönes Wochenende für die Fans. Und wir sind zuversichtlich, dass wir die DTM in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen werden. Und der Weg bis jetzt stimmt. Sie haben sich auch schon in einem Interview durchaus geäußert, dass Nachhaltigkeit in Zukunft auch ein Thema sein wird in der DTM. Elektrische Motoren stoßen beim ein oder anderen Motorsportfan dann doch ein wenig auf. Wie stehen Sie dieser Thematik insgesamt gegenüber? Bei mir auch. Aber ich glaube, wir können uns alle nicht mehr dem Thema Nachhaltigkeit verschließen. Ich glaube, jeder ist aufgefordert, im Kleinen die Hausfrau, im Großen die Politik. Aber auch wir im Sport müssen dieses Thema ernst nehmen und müssen uns überlegen, wie wir unseren Beitrag leisten. Es ist natürlich das Rennfahrzeug nur ein ganz unwesentlicher Teil. Das macht von der Belastung an einem Wochenende vielleicht einmal 1, 2, maximal 3% aus. Das Wichtige ist auch, wie kommen die Fans zur Rennstrecke, wie recycelt man den Müll, wie geht man mit Batterieladen um und so weiter. Also es ist ein Riesenthema, könnte man jetzt lange sprechen, lange diskutieren. Jedenfalls haben wir ein Projekt aufgesetzt, wo wir ein elektrisches Rennfahrzeug demnächst auch präsentieren werden. Wir haben auch das Demo-Fahrzeug schon auf der Strecke gehabt, die Fans haben es auch schon gesehen. Und ich sage immer, mir als Rennfahrer, aber auch den Fans, ist es nicht so wesentlich, von welcher Technologie, Antriebsstrachttechnologie, die Leistung kommt. Und wenn diese Leistung, die da kommt, groß genug ist und zu spektakulären Motorsport führt und die Sportler ans Limit bringt und das dann noch obendrauf elektrisch ist und umweltschonender ist, dann ist da jeder happy damit. Es muss nur schnell und spektakulär sein. Und wir kennen die Formel E, die hat es leider nicht geschafft, die Fans mitzunehmen, weil sie zu langsam und zu unspektakulär ist. Und das führt natürlich dann dazu, dass das Elektrothema im Motorsport noch ein negativeres Image einnimmt, wie so auf der Straße. Aber wir haben dann in unserem Lastenheft schon ganz klar gesagt, wir wollen Geschwindigkeiten wie die Formel 1, wir wollen Leistung mit über 1000 PS, wir wollen Rad-an-Rad-Kämpfe, wir wollen diesen Motorsport liefern auf elektrischer Basis, die der Fan sehen will. Ob das dann am Ende vom Fan angenommen wird, wird man sehen. Wir werden es zu unserem Programm dazu mischen und am Ende wird der Fan entscheiden, das gefällt mir nicht. Gut, also Nachhaltigkeit ein breit gefächertes Thema, mit dem man sich einfach im 21. Jahrhundert auseinandersetzen muss und muss, nicht drumherum kommt. Muss. Aber haben Sie vielleicht auch so ein bisschen ein Umdenken schaffen müssen im eigenen Kopf? Also, ja, aber ich glaube mir genau bei dieser Elektromobilität ein bisschen schwer, weil es schon sehr oft nur Teile betrachtet werden, aber nicht dieses End-to-End, diese Kette vom Rohstoff bis hin zum Recyceln. Und da wird dann schon sehr oft Themen diskutiert, die der Realität nicht entsprechen. Das heißt, für mich ist dieses Elektrofahrzeug sicherlich
ein Vorteil in der Stadt auf kurzen Strecken, aber es gibt viele Themen, wo meiner Meinung nach ein moderner Verbrenner die bessere Umwelt oder die weniger Umweltbelastung hat. Und ich glaube, da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich glaube, wir sind alle noch, und auch vor allem die Techniker und die Entwicklungsabteilungen, sind alle noch beschäftigt, die ideale Lösung der Zukunft zu finden, um das Automobil so umweltschonend darzustellen, wie es geht. Mhm. Aber es gibt auch noch so viele andere Themen. Und ich finde, das Wichtigste ist, dass die Masse ganz im Kleinen beginnt, dieses Denken zu unterstützen und das Handeln auch ein bisschen da oder dort ein bisschen zu verändern. Jetzt muss man auch den Rennkalender ein wenig betrachten, und Sie sind ja auch ein Mensch, der schaut, dass dieses Produkt nach und nach aufgewertet wird. Jetzt sieht man, es gibt 5 von 8 Rennwochenenden, die sich mit der Formel 1 überschneiden. Ist das für Sie ein Vor- oder Nachteil? Sie haben nämlich letztens erst davon gesprochen, dass das ein Zugpferd ist, die Formel 1 für die DTM. Nimmt man sich nicht gegenseitig die Zuschauer weg? Nein, überhaupt nicht. Aber zuerst einmal, wenn man sagt, im Kalender, auch schon wieder so ein Nachhaltigkeitsthema. Wenn man sagt, Kalender, Nachhaltigkeit, ja, wenn man dann nach Brasilien muss oder fliegt oder nach Asien muss, dann sind das alles Themen, die einzahlt in diese Nachhaltigkeit. Und darum ist das eine Riesengeschichte. Nein, ich glaube, die Formel 1 pumpt momentan. Und die Formel 1 ist das Zugpferd. Und es ist für den gesamten Motorsport und wichtig und gut, wenn die Formel 1 gut unterwegs ist. Und vor allem hat die Formel 1 jetzt geschafft, nicht unter anderem auch mit ihrer Netflix-Serie, den amerikanischen Fan abzuholen. Wir haben zu meiner Zeit mit Bernie Ecclestone in der Führung schon immer versucht, in Amerika den Fuß auf den Boden zu bekommen, haben wir nie geschafft. Also Amerika hat ihren eigenen Motorsport gehabt und hat eigentlich den Europäer ignoriert. Jetzt hat es komplett gedreht und die Formel 1 pumpt in Amerika. Die Fahrer erzählen mir, wenn sie in New York ins Restaurant gehen, brauchen sie einen Schutz. Also es ist wirklich eine neue Tür offen und ein riesen Zuwachs an Fans, was natürlich dem Sport gut tut und vor allem dem Motorsport gut tut. Ja, der gesamte Motorsport wird wahrscheinlich davon profitieren. Sie haben auch davon gesprochen, die DTM soll ein Sprungbrett für junge Fahrer dienen, um auch in die Formel 1 zu kommen. Sie haben gesagt, Liam Lawson ist für Sie einer der potenziellen Kandidaten, die zu 100% in dieser Rennklasse mal landen werden. Nach wie vor überzeugt davon? Ja, momentan schwächelt er ein bisschen. Ich habe gerade zur Woche in Barcelona gesehen. Aber nein, der Lawson ist schon einer, der einen Versuch wert ist, weil der hat bei uns eine sehr gute Figur gemacht. Und er ist ja auch im gleichen Auto gegen Albon gesessen und Albon war immer hinter ihm. Albon ist aber jetzt in der Formel 1 bei Williams wieder ganz gut unterwegs. Also ich würde schon sagen, dass der Lawson in der Red Bull-Familie einmal eine Chance bekommen wird. Und ich traue ihm auch zu, dass er sie nützen wird. Die ersten beiden Rennwochenenden würde ich auch noch ganz gerne ansprechen. In Portimao und am Lausitzring. Sind Sie zufrieden mit der Spannung, die bis dato geherrscht hat? Und vor allem auch von Ihrem Neffen Lukas Auer, der zumindest zweimal am Podest bei 4 Rennen gestanden ist? Ja, fangen wir mal an. Lukas an, der hat ein Rennen gewonnen, das ist einmal schon super. Er hat auch Pole Position gefahren jetzt am Lausitzring, er war wieder am Podium. Also er ist ja, wie wir auch schon vom letzten Jahr wissen, er ist ja absolut top, aber er hat Schwankungen immer wieder gehabt. Und vor allem, er hat am Anfang der Saison immer gebraucht, bis er auf Touren gekommen ist. Wenn ich letztes Jahr mir anschaue, wenn er da 2, 3 Rennen vorher schon so abgeliefert hätte, wie er zum Schluss abgeliefert hätte, wäre er absoluter Meisterschaftskandidat gewesen. Daher war es so spannend, aber auch so wichtig, dass er heuer auf einem sehr hohen Niveau beginnt. Das hat er aber gemacht. Er war in Portimao schnellster Mercedes, er war am Lausitzring schnellster Mercedes und hat auch die Resultate eingefallen, hat gefallen. Es sind natürlich immer ein paar Themen dabei, die besser laufen hätten können. Aber ich glaube, er ist gut unterwegs und ich glaube, er ist momentan Dritter in der Meisterschaft, aber das ist ja, das verändert sich ja momentan in dem frühen Stadium noch. Rennen für Rennen. Ich glaube, er hat gute Chancen. Die Rennen selbst waren in Ordnung. Wir haben mit 29 Autos, mit Fahrern, ich glaube 15 oder 16 Nationen, also es sind wirklich die Besten, die es weltweit in diesen GT-Fahrzeugen gibt, treffen sie bei uns auf der Plattform. Das ist Inder, Amerikaner, die Europäer natürlich, Neuseeländer, Australier. Es ist wirklich alles bei uns zusammen. Und die Fahrer sagen jedes Mal, es ist einfach die härteste Meisterschaft, die wir kennen. Und das macht mich stolz, weil es genau mein,
mein Naturell, ich möchte gerne einen richtig harten Sport sehen. Und da ist es natürlich dann auch sehr viel wert, wenn einer am Ende die Nase vorne hat und Meisterschaft gewinnt. Und so gesehen mit diesen 29 Fahrern aus 16 Nationen und gemischt mit, jetzt glaube ich, 6 Marken sind wir, und tolle Marken mit Audi, BMW, Mercedes, aber auf der anderen Seite, auf der Sportwagenseite, der Ferrari, der Lamborghini, der Porsche, es ist eine super Mischung. Und wir fahren immer zu den Rennen. Wir wissen aber nie, wer dieses Wochenende wirklich dann die Nase vorne haben wird. Und dann sieht man auf einmal einen Sieger vom letzten Rennen auf Platz 12 und dann sagst du, warum stehst du denn heute da hinten? Sag du, ich habe einen kleinen Fehler gehabt und einen kleinen Fehler. Mit einem kleinen Fehler marschierst du zurück. Es sind auch die, wenn man die Zeiten anschaut, in einer Sekunde waren beim letzten Rennen, es waren meistens so zwischen 24 und 27 Fahrzeuge sind in einer Sekunde. Das heißt, wenn der irgendwo in einer Kurve ein bisschen einen kleinen Fehler drinnen hat, ist er nicht dabei. Jetzt haben wir über die DTM gesprochen. Die Formel-1-Saison würde ich auch ganz gerne mal angehen. Man sieht ganz klar, wenn Max Verstappen durchkommt, dann steht er ganz oben. Zweimal ist er ausgeschieden. Ist das schon vorweltmeisterliches Verhalten? Nein, überhaupt nicht. Extrem hart. Ferrari hat einen Riesenschritt vorwärts gemacht über den Winter, haben Hausaufgaben sehr gut gelöst, sind richtig schnell und man sieht ja beim letzten Rennen wieder, Leclerc ist auf Pole Position gestanden. Ich glaube, das wird ein harter Kampf über die Saison. Ich glaube, die Pakete Red Bull, Ferrari sind so ziemlich auf Augenhöhe. Die Fahrer vom Speed her auch auf Augenhöhe. Vielleicht im Zweikampf schlagt Pendler ein bisschen mehr Richtung Verstappen aus, der vielleicht ein bisschen mehr Killerinstinkt hat und noch mehr Aggressivität in sich hat. Aber die Meisterschaft ist noch lang. Wer da die Nase vorne hat, kann man jetzt noch überhaupt nicht sagen. Aber es bahnt sich ein Zweikampf zwischen den beiden an. Mercedes spielt für dich eine Rolle in dieser Saison oder muss man da abwarten, ob sie jetzt in den nächsten ein, zwei Rennen auf Touren kommen? Mercedes hat heuer im Winter nach vielen Jahren einmal die Hausaufgaben nicht gut gelöst, hat verwachst, sind relativ schwach eingestiegen, haben aber jetzt die Rückstände aufgeholt, nein, nicht aufgeholt, haben sie nicht, aber halbiert. Ich glaube, es geht ihnen irgendwo 4-5 Zehntel ab. Ich traue ihnen aber zu, dass sie diesen Schritt noch machen werden. Das heißt, in der zweiten Hälfte der Saison kann durchaus sein, dass der Zweikampf ein Dreikampf wird. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass es noch eine Rolle für die Weltmeisterschaft spielen wird. Aber für die Rennen natürlich wäre es super, wenn auch noch der Mercedes mit eine Rolle mitspielen würde. Ansonsten von der Stärke des Teams, von der Erfahrung des Max Verstappens, dürfte schon Red Bull der Meisterschaftskandidat sein. Jetzt der Grand Prix in Monaco, der unmittelbar bevorsteht. Ein Startkurs, der nicht jedermanns Sache ist. Und Charles Leclerc hat zwar das Heimrennen, aber bis dato hat er alles andere als gut abgeschnitten. Jetzt zuletzt auch in dem historischen Ferrari von Niki Lauda kollidiert mit der Leitplanke. Glaubst du, dass das vielleicht ein bisschen festsitzt im Kopf und längeres Dilemma werden könnte? Muss man jetzt fairer halber dazu sagen, hat irgendein technisches Problem gehabt jetzt der Monaco mit dem Niki, sein Ferrari, das war nicht sein Fehler. Nein, ich glaube, der ist super schnell, der wird auch in Monaco super schnell sein. Er ist noch jung, er macht schon noch Fehler. Der schwere Fehler, den er bis jetzt gemacht hat, heuer, ist der in Imola gewesen, weil da hat er einfach einen dritten Platz in der Tasche gehabt und da ist er dann abgeflogen und das hätte nicht sein müssen. Sowas darf in der Meisterschaft, glaube ich, nicht passieren. Diese Punkte könnten zum Schluss ausschlaggebend sein. Aber trotzdem, auch die anderen machen Fehler. Auch Max ist ausgeritten dieses Wochenende. Er hat zwar den Wind von der falschen Stelle erwischt, aber trotzdem, wie immer, er ist auch ausgeritten und es passiert auch an der Stelle was. Daher, noch einmal, die Saison ist lang. Es geht auch nicht nur um die Fehler der Fahrer, sondern es werden auch Standfestigkeitsthemen sein. Wir haben gesehen, bei Max dieses Wochenende DS hat nicht funktioniert. Er wird bald nicht am Start kommen. Also da wird noch viel passieren. Wir sind erst ganz am Anfang. Und
Was aber sicher ist, ist eine spannende Saison. Ein Routinier, mit dem du auch zusammengearbeitet hast, Sebastian Vettel, ist nach wie vor im Formel-1-Zirkus mit dabei, hat 2008 unter deiner Leitung bei Toro Rosso auch in Imola den Grand Prix gewonnen, sensationellerweise. Und dann hat eben diese Phase begonnen, wo er viermal hintereinander Weltmeister wurde. Eine ganz besondere Beziehung, glaube ich, auch zwischen euch beiden. Jetzt vielleicht ein bisschen frech nachgefragt, spielt man schon mit dem Gedanken, ihn im Sommer abzuwerben für die DTM? Der Sebastian ist in der Zwischenzeit hauptsächlich mit den Bienen beschäftigt. Also ich weiß nicht, ob der noch lange Rennen fährt. Aber abgesehen davon, der Sebastian wär sicherlich ein Mehrwert in der DTM, keine Frage. Und Sebastian, ich kenne den Sebastian auch so, dass der hat auch Spaß mit alles zu fahren. Das ist schon ein Vollblutrennfahrer. Und viermal Weltmeister, kann man noch gut ab, alles erreicht. Mir tut es manchmal jetzt ein bisschen leid, wo er in der Sackgasse, wo er momentan steckt. Aber das gehört auch dazu. Ich glaube, dass der Sebastian dann irgendwann aus der Formel 1 rausgeht und sich dem Geschäft widmen wird, weil er ein sehr cleverer Kerl ist. Ein anderes Team, was ich auch noch ansprechen möchte, das möglicherweise die vierte Kraft gerne sein möchte, aber es aktuell nicht schafft, ist McLaren, die ja auch zahlreiche Weltmeistertitel gefeiert haben. Woran hapert es bei denen? An der Entwicklung, weil das Geld dürfte ja da sein. Ja, das ist nicht ein Thema, wo es jetzt in diesem Moment hapert, sondern über viele Jahre hat McLaren so ein bisschen den Weg verloren, sind aber jetzt in den letzten zwei Jahren wieder so, haben sie wieder ein bisschen die Richtung geändert und kommen wieder in die Gänge. Das liegt hauptsächlich an einer Person, das ist der Andreas Seidel, kommt von Bosch, ein sehr guter Ingenieur, der auch sehr gut das Team managt und führt. Und das sieht man, das wirkt sich aus. Aber McLaren hat man auch versäumt, in den letzten Jahren die richtigen Investitionen zu tätigen, also Windkanal, den neuesten Windkanal sich anzuschaffen. Das ist zwar jetzt im Bau, was ich verstanden habe, aber noch nicht fertig. Man arbeitet noch immer mit einem Partner-Windkanal, der ehemalige Toyota-Windkanal. Also das sind einige Sachen, die noch nicht ideal aufgestellt sind. Trotzdem haben sie in den letzten zwei, drei Jahren einen sehr guten Job macht. Sie haben aufgeschlossen, sie sind, sagen wir mal, vierte Kraft. Wenn man sagt Mercedes, Red Bull, Ferrari, dann sind sie vierte Kraft. Und um den nächsten Schritt zu machen, da muss man schon richtig tief gehen, weil diese Teams wie Red Bull, Ferrari, Mercedes, die arbeiten auf unglaublich hohem Niveau, mit unglaublichen Budgets, mit unglaublicher Erfahrung. Und da reinzustechen in dieses Nest, das ist nicht ganz einfach. Ganz allgemein zum Abschluss noch gefragt, man hat ja mit Daniel Ricciardo und Lando Norris durchaus Fahrer, die auch ein bisschen Persönlichkeit ausstrahlen. Fehlen dir heutzutage so ein bisschen die Typen im Formel-1-Zirkus wie früher? Nein, finde ich nicht einmal. Manchmal fragen mich Leute, wie du begonnen hast, wer war denn da alle dabei? Und wenn ich dann sage, der Niki Lauda, der Keke Rosberg, der Nelson Piquet, der Nigel Mansell, der Ayrton Senna, der Ricardo Patrese. Also das sind alles Namen, wo wir heute noch sagen, okay, das sind die ganz Großen in der Formel 1. Aber ich weiß nicht, ob man in 20 Jahren vielleicht sagen, auch diese Leute oder die Fahrer von jetzt sind die ganz Großen. Ich kann nur sagen, ein Lewis Hamilton ist ein ganz Ausnahmefahrer. Hat seine Spezialitäten in seiner Persönlichkeit, kann man mögen, kann man nicht mögen, aber als Sportler unglaublich stark. Der Max Verstappen ist eine Persönlichkeit, ist ein cooler Typ, ist mit allen Wasser gewaschen, ist im Kart aufgewachsen. Also passt sehr gut ein. Leclerc, super. Dann die zwei Jungen, Russell und Norris, zwei Top-Piloten. Ich glaube, das Feld hat schon die richtige Mischung. Also, da reift noch etwas heran. Gerhard Berger, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Alles Gute für die Zukunft und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Vielleicht schon am 23. September, denn da ist auch, ein bisschen Werbung müssen wir betreiben, die DTM in Spielberg. Da können wir uns auf ein großes Spektakel freuen und wir von Krone TV werden natürlich auch versuchen, live vor Ort dabei zu sein. Ihnen besten Dank fürs Zuhören und bis bald beim nächsten Krone Sport Talk.